Was bist du denn für einer? Oh mein Gott. Herzlich willkommen zurück bei Zelda Majora's Mask. Uns wollte die gute Taya was sagen im letzten Part. Die wurde so unterbrochen. Was hast du uns denn so Schönes zu sagen? Da kann ich nichts sehen, aber ich spüre den kalten Hauch des unsagbar Bösen, der uns umgibt. Hast du denn keine Maske, die das Ungesehene sichtbar macht? Ja, klar, Schätzchen. Sonst wäre ich ja nicht Link, ne? Wir haben im letzten Part übrigens auch diese Maske, Rigaros Maske. Da haben wir ein Rennen gewonnen. Mit den Gebrüder Gorman. Ja, wo... Wow, was ist das denn für einer? Meister, ihr habt gerufen? Was bist du? Guck mal, und der Typ, weißt du, anstatt der Typ uns hilft, Mann! Zack. Du hast jetzt endlich kapiert, wer ich bin. Und unglaublich, du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich von dir, indem ich mein Herz öffne. Dann öffne mal dein Herz. Und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Willst du das Tal von Ikana durchqueren, so ziele mit dem Pfeil, der frieren kann, auf die Bestien im Fluss. Es zu glauben ist, aber ja, genau. Das hatte ich auch gerade vor. Nein, nicht töten. Wow. Nein. So, einmal du. Schwupps. Oh, oh. Nein. Oh, jetzt hat er mich einfach runtergestoßen. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ich wusste, dass ich das nicht beim ersten Mal schaffe. Ich schaffe das nie beim ersten Mal. Na, warte, ich das doch endlich. Komm her, Alter. Zack. Komm, 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 bevor der andere wieder auftaut. Jawohl. Ja. Und schwupps. Und jetzt ganz schnell hier hoch. Bevor die anderen wieder auftauchen. Zack. Haha, jetzt könnt ihr mich aber versuchen zu erwischen. Nein, da sind wir zu weit weg. Wo geht das denn als nächstes hin? Hallo? Ach, da oben. So, gleich kommen wir in das geilste Gebiet ever. Ich meine, am geilsten fand ich ja eigentlich die Berge bislang. Aber trotzdem, das Meer und alle waren eigentlich... Geil, und hier ist es nun. Da ist das Haus, von dem der Geist gesprochen hat. Mann, ich hab dich doch schon getötet am Meer. So, als Qual musst du jetzt richtig schön leiden. So. Schön vereist, aber jetzt nutzen wir mal wieder unsere normalen Pfeile. So, erstmal hier eine Eule aktivieren. Dass wir uns hin und her teleportieren können. So. Und hier lebt echt nischt. Hier lebt nischt mehr. Und jetzt, wie gesagt, kommt nochmal eine ganz kleine, traurige Szene. Und zwar müssen wir erstmal die Mumien da vor dem Haus zerstören, weil sonst kommen nämlich die Eltern... Ne, ich glaube, die kommen sonst nämlich nicht raus. War das nicht so... Boah, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab dich doch getötet. Zeig mal, muss man die... Oder muss man erst was anderes machen? Ich glaube... Ich weiß was. Genau. Ich weiß jetzt wieder, wie es geht. Wir müssen zuallererst, müssen wir mal oben hin. Und müssen jetzt mal dieses Lied zum Einsatz bringen. Ah, guck mal da oben, Tinkle. Da können wir uns gleich mal eine neue Karte kaufen. Hallo. Haha, voll in die Eier geschossen. Ah, deswegen habe ich auch so eine hohe Stimme. Weil du mir immer in die Eier schießt. Hallo, Tinkle. Lang nicht mehr gesehen. Grüne Kleidung, weißt du, Fee? Du liebe Güte. Ich heiße Tinkle. Ja, bla bla, wir wollen nur eine neue Karte. Das ist bestimmt wieder gut gezeichnet, wa? Was haben wir denn so? Wir kaufen mal vom Felsenturm. Kommen wir vom Felsenturm? Unruhstadt haben wir schon? Oh, komm, komm mal, Felsenturm. Hurra! Jawoll. Jederzeit bereit. Tingle, tingle. Kululimpa! So, jetzt haben wir eigentlich die Karte und wissen uns zu helfen. Da hinten müssen wir hin, genau. Und zwar ist da der Fluss ausgetrocknet. Ne, jetzt, nachdem hier alle Leute gestorben sind, bis auf der Vater mit seiner Tochter da. Weißt du? Hier ist auf gut Deutsch gesagt, ist hier Totentanz. Hier ist echt tote Hose. Und das werden wir jetzt, wie gesagt, verhindern, indem wir eine Melodie spielen. Jetzt können wir das noch nicht spielen, weil erst kommt eine kleine Vorgeschichte.
Zeig dich, du Feigling. Zeig dich. Was hast du im Königreich von Ikana zu suchen? Dieses Land gehört uns Geistern. Hey, bist du zufällig der Bruder von diesem Ding, von dem Musiker? Von E-Moll? Dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du. Oder willst du etwa in unsere Reihen wechseln? So soll es sein. So schlafe sanft zur Melodie der Schatten, die du, der große Komponist, nun anstimmen wird. Und sei willkommen im Reich der Toten. Das ist also der andere Komponist und wir kriegen jetzt dadurch Schaden. Aber wir haben ja von dem Bruder eine Melodie erlernt. Die Hymne des Sturms und damit werden wir jetzt den Toten Beine machen, falls sie noch Beine haben. Was ist das? Dieses Lied. Und der See füllt sich. Nein, das kann nicht sein, dieses Lied. Oh, Kater. Oh, vor die Rückwärtsrolle. Und alles wirkte schon viel heller. Und kann man gleich die Tine Wittler holen. Die kann dir das bisschen schön einrichten und schon hast du ein Haus am Ikana Canyon. Sehr preiswert. Musst nicht viel bezahlen. Musst keine Mietkosten oder so zahlen. So. Und jetzt, was passiert mit den Mumien? Und erstmal mit dem Haus. Das Rad wird in Bewegung gesetzt. Und es ertönt. Eine schöne Ohrwurm-Melodie. Lalalalalalala. Und das ist den Mumien alles zu gut. Und deswegen. Na, 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 na. Oh. Ach ja. Tschüss. Ihr Toten. Totgesagten Mumien. Ba-ba-bam. Das dauert immer so ewig, bis sie im Boden dann versunken sind. Jetzt bebt kurz die Erde. Jetzt haben wir die Arschritze hier sehen. Fiu. Na komm, ab mit euch in der Erde. Da, wo ihr aufgehoben seid. Aber wo ihr besser aufgehoben seid. So. Na komm. La, 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 la. La, nöte. Boah, ey, das ist uns zu viel, Jungs. Komm, verschwinden wir. So, und die anderen verschwinden. Na, no, ganz schnell hier aus dem Canyon. Aber die kommen wieder. Keine Sorge. Die kommen wieder. So. Und aus gutem Grund. Wird auf die Tür gezeigt. So. Moll! Ha! Da haben wir wieder den Witz mit dem Musiker E-Moll. Vergib deinem närrischen Bruder, der von träumte, das Königshaus könnte wieder auferstehen. Ach, man. Du, der du die Toten nicht fürchtest. Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Ah, bist du jetzt wieder nett, oder was? Wir Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufruhr setzte. Ja, das Horror-Kit. Wer sonst? Doch zeigst du wahrlich keine Furcht vor den Toten. So gehe zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluches, der uns so quält. Junge, ich helfe euch. So höre nun. Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hineinkennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen des einen, der den Fluch brechen wird. Oh, jetzt hört man meinen Schuh wieder knatschen. So lautet meine letzte Bitte. So soll es sein, so soll es geschehen. Und ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn ich in dem Gebiet hier bin, weil der letzte Tempel, der hat einfach so viel zu bieten. Der ist eigentlich einfach richtig Hammer. Und jetzt zeige ich euch was. Dafür behalte ich schon mal zwei Sachen bereit. Gut, eigentlich sind es drei Sachen. Wenn ihr euch fragt, warum, jetzt seht ihr gleich mal die Tochter des Wissenschaftlers, des Geisterjägers. Passt mal auf, wo ist sie? Wo ist die Kleine? Guck mal, da spielt sie im Wasser und wir wollen jetzt einfach mal den besuchen gehen. Kommt, wir bestatten euch mal einen schönen Besuch ab. Hallo? Hey, was machst du denn? Ich will euch besuchen. Klar, sie öffnet einfach so die Tür. Was machst du denn? Nein. Können wir da irgendwie rein?
Punkt, Punkt, Punkt. Boah, jetzt müssen wir sie irgendwie rauslocken. Ich springe euer ganzes Haus in die Luft. So, jetzt müsste sie eigentlich... Genau, sie kommt wieder raus, weil sie muss natürlich, ne? Ist ein kleines Kind, Kinder müssen erforschen. Und wir setzen einfach unsere Felsenmaske auf. Da sieht sie uns ja nicht. Guck, das Mann ist die süß. Und jetzt können wir ganz einfach da reingehen. Ins Musikhaus. Oh, guck mal, ist doch eigentlich ganz nett eingerichtet, oder? Die haben es richtig gemacht. Die sind weggezogen aus der Stadt. Haben sich ihren Traum erfüllt, in den Ikada Canyon zu ziehen. Das ist geil. Warum hängt hier ein Plakat von einer Mumie? Da hängt ein Bild vom Garo. Hm. Ja, scheint der Kassett hier unten zu sein, ne? Mal gucken, was im Schrank da hinten drin ist. Ah! Was bist du denn für einer? Oh mein Gott. Was ist das denn für einer? Navi, was hast du dazu? Navi, teil. Diese Mumie sieht anders aus als jede vor dem Haus. Irgendwie scheint ihr Herz immer noch menschlich zu sein. Tu etwas. Natürlich. Bam! Und wir spielen jetzt das... Boah, das... Gänsehautlied Nummer 1 in diesem Spiel. Das Lied der Befreiung, denn... Das ist der Vater. Und aber es glaubt doch nicht, wir befreien ihn jetzt von seinem Leid. Und sieht eigentlich echt aus. Oh, richtig sweet. Vater? Vater? Oh, guck mal, ey, die Arme. Pamela! Wie kannst du deine Tochter Pamela nennen? Ohne Witz. Aber egal, guck mal, er guckt so traurig. Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Ach, guck mal, ist das nicht toll. Oh, Pamela. Das sieht irgendwie ein bisschen pervers aus. Aber naja. Da bleibt was zurück. Für uns. Hui, eine neue Maske. Es geht voran. Du hast Gyptos Maske erhalten. Einst saß dieses... Abstoßende Antlitz auf dem Gesicht von Pamelas Vater. Ja, ich würde mir auch so eine Maske aussetzen, welche Tochter hätte, die Pamela heißt. Diese Maske wirkt so echt, dass selbst ein Gypto dich für einen der Seinen hält. Ach ja. Ich finde diese Melodie einfach affengeil. Mal gucken, können wir da noch irgendwas machen? Jetzt lass sie endlich in Ruhe. Verstehst du denn gar nichts? Du bist dermaßen unsensibel. Ja, wenn sie ihm. Ja. Irgendwo anders hinpackt. Naja. Wir lassen die beiden jetzt mal alleine. Wir haben ja das, was wir wollen. So, und was hat der Geist da gesagt? Wir sollen die Ruine aufsuchen? Wo geht's denn da hin? Ja. Wir schwimmen hier mal durch. Ha, wir sind zu klein, wir können nicht stehen. Da ist noch ein Schild. Schloss von Ikana, Haupttor, mach was du willst. Dieses versiegelte Tor wird sich niemals öffnen. Da! Ja, da will ich auch gar nicht durch. Guck mal, da ist neben ein Eingang. Tja, da war einer zu blöd und hat das nicht zu zementiert. Ruinen von Ikana. Tja. Hier würde jetzt ein Soundtrack ertönen. Aber wie ihr seht, brauchen wir was Bestimmtes. Was ganz Bestimmtes. Und das... Ja, das erreicht wir über einen Umweg. Ich wollte das nur mal zeigen, denn nicht, dass ihr euch wundert, hä, wie kommt der da hin? Aber da müssen wir uns vorher ein paar Sachen besorgen. Ich bin gerade mal überlegen, was das alles ist. Dann würde ich das nämlich schon mal besorgen. Weil das ist ja jetzt nicht so interessant, wie man sich... Stöcker und sowas holt, etc. Ich gucke da noch mal kurz im Internet nach, was man da alles für braucht. Ich zeige euch erstmal, wo wir hin müssen. Und zwar müssen wir... War das hier? Nein. Noch eine Etage höher. Aber ich freue mich schon richtig auf den Felsenturmtempel. Der wird einfach nur mega. Taya? Du wolltest gerade was sagen? Aha. Hier ist wieder was im Umarsch, ja. Da! Meister, ich hab gerufen. Ich bin schon wieder. Was willst du denn, Alter? Komm doch. Komm doch, ey. Wieder ein Vorfahren wirst du jetzt erstmal leiden. So, was kannst du uns sagen? So. Die Brunnen am Hügel und im inneren Garten des Schlosses von Ikana sind miteinander verbunden. Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zum Sterben unserer Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garos.
Gut, das, was wir also gerade schon gesehen haben. Da. Das ist ein Brunnen. Ausgetrockneter Brunnen. Aufgrund diverser Geistererscheinungen ist dieser Zutritt untersagt. Leck mich! Bam! Kopf gestoßen. Wo geht's denn rein? Hier. Ist aber schon, der Part ist schon vorbei. Schon über 15 Minuten. Und hier sind wir unter dem Brunnen. Guckt euch mal das auf der Karte an, wie verzwickt das ist. Aber es wird uns um einiges leichter gemacht. Und ja, dann, wie gesagt, wir brauchen ein paar Sachen. Das sage ich ja schon mal vorher, die besorge ich. Und dann treffen wir uns genau da, genau an dem Punkt wieder. Vielleicht zu einer anderen Uhrzeit, aber auf jeden Fall hier an diesem Punkt. Bedanke mich mal fürs Zuschauen. Hinterlasst eine Bewertung oder ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ne? Die Links stehen da unten in der Kommentare, in der Videobeschreibung, you know? Also, bis dahin, euer HSPLP und macht's gut!